Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Radargespräch. Wir sind heute hier am achten Deck der Stubnitz. Das ist eine Vorproduktion, ihr werdet uns am 1.7. sehen. Hier ist Tori Debor, du bist Geschäftsführer vom Clubkombinat Hamburg. Für viele und auf jeden Fall Name so, was Clubkombinat ist. Zwei Dinge zu Anfang. Du bist Geschäftsführer, vollzeitlich tätig für das Clubkombinat. Was machst du da? Ja, hallo erstmal. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Vor allen Dingen, dass wir heute draußen sind, freut mich. Im Clubkombinat, wie du schon sagst, bin ich als Geschäftsführer eingestellt und leite die Geschäftsstelle, die wir haben als Verein. Und sehe zu, dass die Aufträge, die der ehrenamtliche Vorstand benennt, die umzusetzen sind, dass wir die dann auch mit der Geschäftsstelle, also mit dem Hauptamt umgehen können. Ne? Tatsächlich darf ich das halt im Hauptamt ausüben und bin quasi ausübende Kraft der Hamburger Musikclubs. Das bist du auch schon eine ganze Weile jetzt, hauptamtlich unterwegs? Ja, doch. Ja. Kann ich sagen, seit 9 Jahren sind es jetzt schon. Was macht dich zum Überzeugungstäter für Live-Musik und Clubkultur? Ja, das könnte jetzt eine längere Geschichte sein. Vielleicht doch, kann man sie hier mal bringen oder ausholen. Habe halt in jungen Jahren, Abi-Zeit, Zivilienzeit, meine Durchlauf als Schauter einer Punkband gemacht und festgestellt, erstmal dort die Energie, die Musik in einem Proberaum und auch auf kleinen Bühnen bringen kann. Das hat mich fasziniert von Anfang an, habe dann aber schnell gemerkt, dass ich es mit der Musik auf der Bühne lieber lassen sollte und mich meinem organisatorischen Talent eher widmen sollte, um Bühnen zu errichten und hinter der Bühne tätig zu sein. Und das hat mich doch mein weiteres Leben dann geprägt, diese Sehnsucht danach, in dieser Welt tätig zu sein. Sehr prägend war meine Zeit in Lüneburg, wo ich angewandte Kulturwissenschaften studiert habe und einige Projekte in die Richtung gestartet hatte. Das Asta Wohnzimmer, damals war ich dann gleich Kulturreferent geworden im Asta. Und dann das Lunatic Festival war eine sehr einschneidende Erfahrung, ein Festival auf den Boden zu stampfen, organisiert von Studierenden, was ich 9 Jahre lang dann als Seminar quasi geleitet habe und neuen Studierenden das beigebracht habe, wie man so ein Festival macht. Und in der Zeit haben wir auch eine Bar gegründet. Und das war eins der elementarsten Steps, wo wir die Idee hatten, wir machen eine Bar auf, wo wir dann auch Live-Musik anbieten und auch mal einen DJ-Abend machen, wo man vielleicht ein bisschen tanzen kann. Und schwupps war das Amt auf der Matte und untersagte uns die Live-Musik. Und Musik sollte ja nur zur Hintergrundmusikbeschallung genutzt werden, und das war so die ersten Begegnungen mit den deutschen Ämtern. Und das führte dann am Ende dazu, dass wir dann aber tatsächlich auch einen Musikclub in Lüneburg gegründet haben, den Salon Hansen. Gibt es den noch, oder? Ja, tatsächlich gibt es den noch, ja. Und dann nach Studiumsende war dann, also das war alles so parallel zum Studium der sehr angewandten Kulturwissenschaften, das habe ich dann auch, glaube ich, sehr eng genommen. Ging es dann nach Hamburg in das Pferdestall-Kollektiv, wo ich dazu sehen sollte, in Hamburg das Clubsen aufzubauen, also das, was kulturell nutzen. Das waren die ehemaligen Pascha-Räumlichkeiten, eine 2000er-Venue, die wir halt die Vision hatten, die kulturell zu bespielen. Und da waren wir dann Mitglied im Clubkombinat, und da habe ich dann dieses Netzwerk schätzen gelernt, kennengelernt erstmal, und dann reingeslidet. Und so kam ich dann in diese Rolle dann rein. Ja, spannend. Die ganze Nummer hier, das Clubkombinat, ist ja auch, wir hatten in der Sendung schon Andrea Rothaug von Rock City Hamburg, die ist ja hier Mitinitiatorin auch, wie so für einige Dinge hier in Hamburg, viel mit angeschoben. Ganz wichtig ist ja so, dass ihr arbeitet ohne institutionelle Förderung. Das ist so in der Clubkombinats-DNA so drin, oder? Ja, doch, tatsächlich war das so mit der Muttermilch mitgegeben, dass man gesagt hat, man möchte gerne eine kritische Stimme bilden können, wenn es drauf ankommt. Ja. Und viele andere Verbände, Organisationen in dieser Art bekommen ja institutionelle Förderung. Bei uns ist es auf jeden Fall jetzt seit 2004 gibt es ja das Clubkombinat. Also jetzt, 17 Jahre. Wird das sehr hochgehalten, dass wir da auch uns quasi selbst
das Geld erwirtschaften, was wir dafür brauchen, um diese Gemeinschaftsressourcen aufzubringen. Genau. Ihr macht, wenn man das so deutschlandweit sieht, die Club Commission in Berlin ist eine sehr große, bekannte. Köln habe ich mal noch gehört, bei dir erst kürzlich irgendwie nochmal nachgehört, ist auch ganz groß, relativ groß dabei. In Bayern geht einiges, aber das Club Kombinat Hamburg ist ja schon auch eine Institution in Deutschland mit relativ viel Schwung und relativ viel Kraft, auch was das Lobbyieren für Live-Musik und Clubmusik angeht. Oder wie schätzt du das ein? Ja, ich glaube, wir haben da eine ganz gute produktive Rolle gefunden und die Kollegen, weiß ich auch, aus dem Bundesgebiet schauen viel schon nach Hamburg. Was wir so treiben, haben ja schon, jedes Netzwerk hat da so seine eigenen Ausprägungen, sage ich mal. Wir sind dann mit diesem, ja, was ja auch die lokale Clubszene ist, jede ist unterschiedlich und bringt dann ihre eigene Repräsentanz hervor. Ja. Das ist irgendwie ganz, ganz spannend. Und wir jetzt zum Beispiel mit solchen Tools, unserem Fairtix-Ticketing-Gedanken, so ein solidarisches Ticketing aufzusetzen, sind dann schon sehr immer wieder Impulsgeber für Ideen, für Ansätze. Und unsere App waren wir auch die Ersten, die so eine Terminzentrale gedacht haben, dass mal gut wäre, alle Termine der Mitglieder öffentlich zu machen. Die haben dann die Kölner dann übernommen. Ja. Und klar engagieren wir uns auch viel in unserem Bundesverband, der Live-Musik-Kommission, einfach auch, weil sie hier in Hamburg ansässig ist. Und die Live-Com? Genau, als Bundesverband. Und da ist dann schon alleine eine emotionale und auch historische Nähe zu den Bundesthemen. Und weil wir Hamburger auch wissen, wie wichtig es ist, eine gute Bundesvertretung zu haben, weil viele Themen einfach, die das Clubwesen angeht, auch auf Bundesebene entschieden werden, engagieren wir uns da halt auch recht stark. Und ich glaube, auch das wird von den Kollegen bundesweit gesehen. Ja. Kann man mal grob zusammenfassen, das, was ihr wollt im Endeffekt, oder ihr arbeitet dafür, dass die Rahmenbedingungen für Live-Musik sich verbessern. Was würde das ein bisschen detaillierter bedeuten? Also, dass ihr, wo sind die Bereiche, in denen ihr schaut, dass da sich was tut? Oder was sind die Bereiche, die das auch betreffen? So? Ja, das sind ganz, ganz viele. Ne? Ja. Also, das glaube ich, so der Laie hat das gar nicht so auf der Uhr, was das an Themen, das Vielfalt vor, alles beinhaltet. Wir können anfangen, und das Bild wird nie vollständig sein, aber wichtige Themen sind natürlich Stadtentwicklung und die Räume, sozusagen, deren Erhalt, deren Entwicklung. Dann die behördlichen Auflagen, die es dazu gibt. Dann sind wir halt schnell im Gesundheitswesen, wo dann das Thema Schallemissionen auch ansässig ist. Wir haben hier in Hamburg solche Themen wie die Stellplatzabgabe, die uns beschäftigt. Wir haben in anderen Regionen sowas wie Vergnügungssteuern, also überhaupt Steuerrecht. Stichwort Berghain-Urteil. Wie besteuert man eigentlich Kulturveranstaltungen? Ja. Und dann bis hin halt zu marktrelevanten, Ausprägungen, die der Markt mit sich bringt. Ne? Das Ticketing hatte ich schon angesprochen. Ja. Wie erreichen wir als Clubs unsere Zielgruppen? Marketing-Tools, wir machen viel Gemeinschaftswerbung, wo wir einfach auch zeigen, es gibt einfach eine sehr lebendige, vielfältige Clublandschaft in Hamburg, die sich auch gemeinschaftlich präsentiert. Das sind so Themen, die uns bewegen, bis hin zu, dass wir Ökostrom unseren Mitgliedern irgendwie offerieren wollen oder schmackhaft machen wollen, dass ihnen der Umstieg leichter fällt und insgesamt einfach gucken, wo sind die Kostentreiber bei der Produktion von Live-Musik. Ja. Und das geht dann von Künstlerunterbringungen bis zu Einkaufsgemeinschaften, Getränke, also das Feld ist eigentlich unendlich. Das Feld ist riesig, ja. Am Endeffekt auch ein ganz großer Punkt ist eben die Förder- und Finanzierungsaspekte, die halt überhaupt da sein können. Wir sind jetzt immer noch mitten in Corona, 14 Monate Spielbetriebsstopp. In Hamburg gibt es auch ein Tanzverbot dazu noch so. Es gibt es nicht überall. Da ist auch wirklich in jedem Bundesgebiet läuft das so ein bisschen anders. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, wie du das so siehst, was diese Förderungsmöglichkeiten angehen oder die Art, wie wir ja früher gewirtschaftet haben, wir haben Partyveranstaltungen, guter Tresenumsatz, auch jetzt in der letzten Initiative Clubstudie von Initiative Musik kam heraus, dass ohne den Barumsatz eigentlich ein wirtschaftliches Arbeiten für Musikclubs eigentlich nicht funktioniert so. Und diese Möglichkeiten sind ja bis auf lange Sicht erstmal noch weiter weg.
Also wir werden nicht mehr voll aufmachen die nächste Zeit, immer noch nicht. Wie siehst du, was tut sich da? Gibt es da Entwicklungen? Was ist da auch schon vielleicht erreicht worden, so die letzten paar Jahre oder sowas? Oder die letzte Zeit? Ja, man muss, glaube ich, immer jetzt gucken, über was reden wir jetzt. Reden wir jetzt über die Zeit vor Corona oder reden wir jetzt sozusagen mit Corona und die Ausblicke? Ich glaube, vor Corona haben wir natürlich in Hamburg schon mal so das eine oder andere erreicht mit Förderprogrammen in Ansätzen, dass wir Hamburger Förderung haben zur Infrastrukturstärkung, die sicherlich noch ausbaufähig ist, aber einfach erstmal ein Modell zu finden, wo ein Steuergeld reinfließen kann, was gerecht verteilt wird auf die Clubs, die eine Befähigung dazu haben. Das hat uns jetzt in der Pandemie tatsächlich auch gerettet, darf man sagen, weil wir diese Förderbeziehungen einfach jetzt schon über 10 Jahre hatten. Ja. Und die hat es uns ermöglicht, dass Hamburg das erste Bundesland war, was im April 2020, wir erinnern uns, also direkt nach Einschlag des Meteoriten für unsere Branche, dieses Viruses, dass wir diesen landesweiten Rettungsschirm schon mal kundtun konnten, wo erst später Berlin zum Beispiel gefragt hat, ey, wie macht ihr das überhaupt, so eine Förderbeziehung? Ja. Da waren wir doch jetzt erstmal sehr froh drum, dass wir diese Vorvergangenheit hatten, die uns jetzt erstmal in der Pandemie zumindest so weit absichert, dass die Fixkosten gedeckt sind, die Räume erstmal an sich wohl auch hinübergerettet werden können, deren Erhalt. Das wäre so Kulturraumschutz überhaupt jetzt schon auch als Schlagwort da. Kann man schon mal so in den Mund nehmen, denke ich. So, dass wir da, weil andere Gewerbe, so Restaurants, Bars zum Beispiel, können nicht so einen Rettungsschirm. Oder Taxibetriebe können davon nur träumen, von so einer Zusicherung. Ja. Das ist erstmal der Erfolg der Vergangenheit. Und jetzt aktuell, du sprichst es an, wie kann es denn dann wieder losgehen? Dann ist es klar, wir werden es aus eigener Kraft nicht schaffen können. Und das weiß natürlich aber auch die Politik, dass sie uns jetzt nicht irgendwie vor die Hunde gehen lassen kann, weil dann wären die letzten Monate die Rettungsmaßnahmen ziemlich schlecht investiertes Steuergeld gewesen. Mhm. Und kann man dann so überspitzt schon sagen, so du siehst, dadurch, dass wir jetzt gerettet wurden, gibt es auch einen generellen Willen, das auch weiter zu betreiben, dass also das ist keine Spontanrettung und danach lässt man es so langsam aussterben, sondern da geht es jetzt schon darum, wie das gestaltet werden kann. So. Das denke ich auf jeden Fall. Der Wille ist da. Mhm. Wir müssen ihn, glaube ich, wir haben ein gewisses Zeitfenster jetzt, glaube ich, innerhalb bis 2022 würde ich es mal sehen, sind wir wahrscheinlich, ist dieser Wille noch da, was darüber hinausgeht, muss dann der nächste Doppelhaushalt 23, 24 nochmal zeigen, aber wir sind ja nun hoffentlich alle so optimistisch, dass wir es vielleicht 2022 auch hinkriegen, den Step mal wieder zurück in die alte Normalität. Aber der Weg dahin wird schwer sein, wird Förderung bedürfen. Und von Bundesseite sind jetzt dieser Tage Signale zu sehen über diesen Sonderfonds Kultur, der so eine Wirtschaftlichkeitshilfkomponente beinhalten soll. 2,5 Milliarden. Aber man muss dafür sagen, für die gesamte Veranstaltungs-Musiklandschaft, das geht also von Staatstheater über insgesamt Theater bis zu uns dann. Und das finde ich einen spannenden Punkt, auch gerade, dass du das selbst so sagst, wenn ich das über die ganze Kultur sehe. Es gibt ja in Deutschland gerade auch so überhaupt diese Hochkultur, die wir kennen, die schon das Standing hat, von Klassik über Oper, über Theater, Schauspiel und so weiter. Das ist da für die Nischen- und Non-Mainstream-Kultur oder auch für das, was Clubs wie wir oder viele andere Clubs hier in Hamburg auch machen. Da ist noch keine Verständnisschärfe für da, wie wir arbeiten, wie wir wirtschaften. Und ich hätte jetzt ein bisschen so, oder wenn wir auch mit Kolleginnen spricht oder sowas, die Befürchtung, da wird viel Geld ausgegeben werden, aber da werden schon auch die institutionalisierten Häuser, die auch eine ganz andere Kostenkalkulation haben, die geben ja eh schon viel mehr Geld aus als wir jetzt zum Beispiel, wahrscheinlich auch einen Großteil dieser Töpfe einfach nehmen werden. Oder ist das jetzt ein bisschen schwarzmalerisch oder so? Ich weiß nicht, wer sich da jetzt dann daraus bedienen wird. Sicherlich ist es, finde ich, erstmal muss man auch die positiven Seiten dann sehen. Das ist jetzt da so, scheinbar jetzt, wir analysieren, sind es nur in der Analyse, aber es scheint ja so zu sein, dass es da ein Topf ist, der jetzt keine Unterscheidung gerade aufmacht. Ja. So, und wo wir alle
erstmal gleichberechtigt draus uns bedienen können nach den Bedarfen. Und das ist ja das Wichtige auch erstmal zum Wiederanfahren, dass wir eine Perspektive haben, weil wir werden auf absehbarer Zeit erstmal nicht wirtschaftlich tätig sein können, ja. Irgendwie mit begrenzten Kapazitäten bei den Besucherinnen. Und da haben wir erstmal die große Hoffnung, dass dieses Programm so wirksam ist, dass wir es mit unserer Szenenhaftigkeit und Spezifikation, die wir einfach so mitbringen, dass es hilft. Ja. Und glaub mir mal, dass wir jetzt aber inzwischen auch oder in der Interessensvertretung auch so weit sind. Ich meine, wir haben jetzt ein parlamentarisches Forum für Clubkultur im Deutschen Bundestag implementieren können, dass wir mit den Personen jetzt die letzten Monate sehr intensiven Austausch hatten und dass da spüre ich auch einen Willen, dieses Thema auch anzugehen. Aber wir sind ja ganz am Anfang einer Diskussion, wo wir langsam jetzt in der Lage sind, durch unsere Sprachrohre, Clubkombinat, du hast es angesprochen, Livecom, mit den Politikerinnen auf Augenhöhe auch erstmal unsere Bedarfe zu formulieren. Das ist im Prinzip jetzt 12 Monate alt. Und das während Corona so, oder? Das während Corona. Und wir haben, ich habe es im Vorgespräch ja gesagt, locker 150 Jahre Nachholbedarf. Ja. Diese Zeit werden wir hoffentlich nicht ganz brauchen. Hoffentlich nicht, ja. Aber die Karten sind erstmal nicht so schlecht, dass ich jetzt hier Trübsal blasen würde. Genau, ja. Du sagst es gerade auch, 150 Jahre Nachholbedarf, aber das Kulturverständnis wächst und da passiert gerade auch viel. Ist Corona da im Endeffekt vielleicht auch, will jetzt nicht sagen eine Hilfe, aber auf jeden Fall, es wird deutlicher, wo die Probleme liegen. Es wird deutlicher, was da eigentlich Phase ist. Und ist das insofern auch ein Katalysator, um diese Prozesse von Clubs Are Culture, ist ja auch so eine große Initiative, dass da ein Gesamtverständnis dafür in Politik und Gesellschaft und so weiter überhaupt erst dann da sein kann. Die vielen unsichtbaren Angestellten und MitarbeiterInnen dieser ganzen Clubszene. Ich glaube schon, wenn man das Positive sehen möchte aus dieser krisenhaften Zeiten, dann ist es das, dass sich ein Bewusstsein, also hoffe ich zumindest, ne, und finde schon, dass es Anzeichen gibt für diese Hoffnung, dass sich das viel mehr bei Politik, aber auch Besucherinnen und Besucherinnen sich irgendwie ein Bewusstsein dafür entwickelt, Mensch, das, was da stattfindet, ist erstmal total wichtig für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt, solche Orte des Aushandelns, wo einfach auch nochmal unterschiedliche gesellschaftliche Schichten aufeinandertreffen. Also nehmen wir, ich meine, euer Beispiel hier ist ein super Beispiel, der Golden Pudel Club, da kann, glaube ich, wirklich der Hartz-IV-Empfänger neben dem Banker irgendwie auf der Tanzfläche zur selben Mucke irgendwie abgehen und sich nochmal zusammen erleben. Wo haben wir denn das noch? In welcher Kulturform? Wo ist das möglich? So? Ja, das ist auch unsere Frage. Das ist die soziale Funktion, die wir haben. Und das spüren, glaube ich, viele so unterbewusst erstmal, dass das jetzt fehlt in diesen Zeiten. Muss ja nur mal die Nachrichten gucken, was so an Diskussionen gerade ist. Und diese Räume sind dafür, glaube ich, schon wird ein neues Bewusstsein erstmal, zumindest in der Anfangszeit, da sein. Mal gucken, wie lange das hält. Aber diese Initiative oder die Idee, was jetzt gerade auch schon im Bundestag soweit besprochen wurde, aber noch nicht Gesetz ist, also dass Kulturstätten, dass Clubs jetzt auch Kulturstätten sind und keine Vergnügungsstätten mehr, sind ja alles wahnsinnig wichtige Schritte. Ist noch nicht klar, wo das hingeht, aber es besteht die Chance, dass das auf den Weg kommt. Das würde ja quasi ein richtiger Gamechanger dann, wenn das soweit sein sollte, dass wir dann nicht mehr nur wie eine Spielhalle oder eine Spaßbar behandelt werden, sondern wie Kultur, wie auch die Elfi oder wie auch Schauspielhäuser und so weiter. Das gilt zu hoffen, deswegen haben wir diesen ersten Anstoß oder Meilenstein oder Dominostein, und so sehe ich das ein bisschen, dass wir den ins Kippen bringen und dass danach dann weitere kippen. Ich will ein bisschen die Euphorie für jetzt erstmal aus dieser Entscheidung für Bestandsclubs bringt das jetzt euch erstmal nichts ganz konkret. So. Aber genau das, was du sagst, dass das Bewusstsein jetzt erstmal angestoßen wird und dieses Signal vom Bund jetzt in die Kommunen auch schwappt, und dass wir damit noch viele weitere Dinge jetzt angehen können, wo wir denken, hier ist Handlungsbedarf. Ja. Und
Und das wird am Ende, glaube ich, auch dahin führen können, dass wir dann bei dem Thema Förderung das nochmal einen neuen Hebel anbringen können, weil wenn das schon jetzt baurechtlich dann schon mal so sein wird, dass wir mit der Elbphilharmonie auf eine Stufe als Konzerthäuser, wenn man so will, gleichgestellt sind, warum ist das dann nicht auch beim Thema Förderung so? Ob das dann jeder auch so will, wird man sehen, aber es ist ein Anstoß der Debatte und die ist, glaube ich, recht wirkungsvoll jetzt. Ja. Also wir als Betreiberinnen, ich spreche jetzt da mal im großen, nebulösen Wir, auch wenn ich das jetzt gerade sage, aber man wandelt so hin und her zwischen Zuversicht und ein bisschen, aber auch Frustration. Also diese Hilfszahlung, die es zum Beispiel ja gibt, sowohl von der Stadt Hamburg als auch vom Bund, die gibt es zwar, aber die kommen teilweise so verspätet an, dass wir in große Probleme eigentlich immer wieder geraten dadurch. Also Zahlungen, die ausstehen, die sich über Monate hinschieben, wo man dann irgendwie kreativ lösen muss, wie man in der Zwischenzeit diese Lücken füllt oder sowas. Und das sind verheerende Probleme teilweise, dass man auch manchmal die Angst hat, so okay, man wird jetzt vielleicht dann zwar Kulturbestandsschutz oder sonst was, aber was heißt das dann, also wenn das Kapital wieder ranzieht, wenn irgendwie die Wohnungen ranziehen, dann ist man trotzdem zu laut. Wo gibt es noch Freiflächen in der Stadt, wo kann man hingehen? Also wir sehen ja hier ein Beispiel da hinten, das Backenhöft, scheinbar im Katasteramt oder so von der Kartierung eine weiße Fläche, an der alles Mögliche stattfinden könnte. Momentan ist ein temporäres Kreuzfahrtterminal dran, wo ab und zu mal ein Kreuzfahrtschiff steht so. Da könnte eine Kulturfläche sein, aber in der ganzen Stadt ist es, wir hatten es auch im Vorgespräch davon, ja so, diese Verdichtung in Ballungsgebieten macht ja die Kultur insgesamt sehr, also ist ein schwieriger Stand, nicht nur in Hamburg, sondern eigentlich global, kann man fast sagen, überall. Gibt es da Hoffnung, dass sich da was tut, dass auch dort irgendwie an vielen verschiedenen Stellen Kultur, auch Live-Musikkultur aufblühen kann nochmal? Oder? Tja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Sicherlich haben wir erstmal das Phänomen, dass Städte, also zumindest war es vor Corona so, man würde jetzt nochmal gucken, ob das vielleicht auch eine Auswirkung von Corona ist, dass es nicht dieser Zuzug mehr in die Städte gibt, sondern die Menschen eher im ländlichen Bereich verbleiben. Aber gemäß dem Fall, dass dieser Zuzug erstmal Richtung Städte und Metropolen weiter zunimmt, ist es erstmal zu erwarten, dass die Räume knapper werden. Also diese Freiflächen, diese Areale, diese Brachflächen, die Clubs ja häufig sich auch erstmal zunehmen. Ich meine, ihr hier auch letztlich. Gut, ihr wusstet, dass hier eine Entwicklung stattfinden wird. Von daher ist es keine Überraschung, aber wir reden ja häufig von diesen ja, vorher, früher vielleicht No-Go-Areas, die dann irgendwie hip wurden, bis es dann wieder den Wunsch nach Ruhe, dörflicher Ruhe dann vor Ort gibt und es dann wieder zur Schlafstadt wird. Das ist tatsächlich, sehe ich auch in meiner Funktion dann in der Live-Com, wo ich dann den Arbeitskreis Kulturraumschutz leite und aus den anderen Regionen das halt höre. Und Leipzig, also die Stadt, die noch wahrscheinlich am ehesten so Clubkultur noch, Berlin wie in den 90er Jahren gerade hat, aber selbst die merken jetzt auch, es geht auch schon los. Ja. Und die Räume werden enger und dann müssen so Clubs wie die Distillery plötzlich auch sich ein neues Areal suchen. Das sehen wir und das hier in Hamburg versuchen wir das insofern vielleicht nicht aufzufangen, aber erstmal zu thematisieren, zu gucken. Wir haben zum Beispiel in Hamburg war das erste, dass wir so ein Clubkataster mal implementiert haben, um erstmal zu zeigen, wo sind denn im Moment jetzt die Orte und wo fehlen vielleicht aber auch dann welche, gerade wenn es jetzt neue Viertel entwickelt werden. Wir stellen konkret die Fragen an die Politik, denkt ihr Kultur mit? Ja. Und allein die Frage ist dann erstmal, stimmt, haben wir noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ja. Der Sport zum Beispiel, das ist für mich das hoffnungsvolle Beispiel, war früher auch nie so von Anfang an mitgedacht, wird aber inzwischen doch stärker berücksichtigt, die Sportstätten. Ja. Und so. Und genauso müssen wir einfach, aber da müssen wir einfach auch lobbyistisch tatsächlich dranbleiben und jeden Tag hinterher und in den Bezirken anrufen und in die Parlamente dort, in die Ausschüsse rein und uns konkret Fragen stellen, warum passiert hier nichts? Beziehungsweise an manchen Stellen passieren ja auch schon wiederum tolle Sachen. Wir haben in Hamburg auch tolle Beispiele. Viktoria-Kaserne will ich mal als ein Beispiel. So, da ist ja nicht alles scheiße. So, ne? Aber da zu gucken, was sind da die Erfolgsfaktoren? Ja. Wo können wir das vielleicht dann auch nutzen? Und da
Ich glaube aber, wir brauchen, darauf wollte ich noch hinaus, zunehmend die Unterstützung dann doch auch der Stadt, ja, und ihrer Institutionen, uns diese Orte heranzuführen, auch so ein Ort wie dort hinten, ne? Ihr werft da quasi den Scheinwerfer drauf, werden wir nachfragen können. Ja. Und dann brauchen wir auch den gewissen Goodwill, das auch wohlwollend zu prüfen. Ja. Und das ist, würde ich auch noch so ein Lichtblick in der Pandemie. Tatsächlich haben wir jetzt inzwischen ganz gute Drähte zu Einrichtungen wie der Hafen City GmbH. Ja. Und wir haben da einen Draht und könnten da morgen nachfragen. Also unsere Aufgabe oder was wir uns jetzt selbst gestellt haben hier bei Plattenfrost der Television ist ja schon so, was braucht eine Stadt, dass eine dynamische, blühende Live-Musikkultur überall sein kann. So. Und auch da ist so ein Gefühl, das, was es gibt, das gibt es, das wird auch irgendwie versucht zu bewahren. So. Aber wo dann wirklich Nährboden, Stichwort Proberäume, Studio, die Area-Studios, da hat es jetzt auch irgendwie geknallt. Die suchen jetzt auch nach einem Ort und es ist scheinbar auch für die, obwohl die ja sehr renommiert sind, nicht so einfach. Von Proberäumen hört man öfters, wie Bands einfach verdrängt werden, auch wieder durch Zuzug und durch Schallemissionen und so weiter, durch die vielen Interessen, die das alle betrifft. Und auch was die Förderung für Live-Musik angeht, das sind ja alles noch, wie du hast ja selber schon gesagt, noch sehr offene, also sehr unklare Dinge, wie das weitergeht. Das ist ein Suchen und Tasten nach einem Weg, wie das alles machbar gemacht werden kann für uns alle so. Ja, aber da sind wir unsere eigenen Glücke Schmied, würde ich auch behaupten. Also wenn wir uns nicht weiter formieren und bekräftigen und uns auch laut werden und artikulieren, dann wird es auch wenig passieren. Also ja, da sind wir tatsächlich selber auch ein Stück weit Beförderer dieser oder müssen da Motor sein und dranbleiben und uns weiter organisieren und weiter untereinander auch bekräftigen. Und so wie wir jetzt die Yeah Yeah Studios versuchen zu bestärken in ihrer üblen Situation. Und wo muss das in alle Richtungen? Müssen wir uns untereinander weiter gut unter die Arme greifen und dann bleibe ich auch bei meinem Optimismus, dass wir das in Hamburg ganz guten Nährboden irgendwie haben. Ja, ja, der Optimismus, ohne den kannst du eh nicht arbeiten. Also wenn du mit schlecht gelaunt und unwillig aufstehst, dann geht da eh nicht so viel. Aber auch dazu vielleicht abschließend noch eine Sache. Ich weiß nicht, in anderen Bundesländern läuft das anders. Wir sind halt hier eine sehr dicht bebaute Stadt. So. Veranstaltungen und Social Distancing ist ja gerade die Nummer. Wir haben jetzt einen Kultursommer vor uns. Dann kommt wieder ein Herbst und ein Winter. Gibt es irgendwelche Anzeichen für irgendwelche Ansagen, wie man eventuell planen könnte, dass man auch indoor veranstaltet, ohne komplette eigene Teststation und ein riesiger bürokratischer Aufwand, das durchzuführen? Ist da... Also, wir haben jetzt Anfang Juni, um das mal hier historisch festzuhalten. Ich würde mir wünschen, wenn ich jetzt hier sagen könnte, ja, wir haben Anhaltspunkte. Wir sind tatsächlich da in einem engen Austausch mit dem Hamburger Senat. Mhm. Uns wird da zumindest verbal gesagt, ja, das kommt schon alles irgendwann wieder. Mhm. Aber wenn wir dann konkreter nachfragen, was wären denn vielleicht Szenarien, gar kein Datum, sondern welche Inzidenzen oder Infektions-DR-Wert oder die Intensivstation, da kriegen wir dann noch keine eindeutigen Antworten. Deswegen ist Stand heute erstmal nur die vage Aussicht, ja, das wird schon irgendwann wieder kommen, ist für unseren Bereich sehr unbefriedigend, weil wir damit ganz am Ende der Infektionskette, Nahrungskette, wie auch immer, stehen werden. Alles andere wird so lange erstmal geöffnet. Wir werden gucken müssen. Und erst wenn alles andere safe ist, werden wir dann vielleicht auch aufmachen können. Eins ist klar, es kann bei uns nur ohne Social Distancing am Ende auch wirklich über eine Öffnung geredet werden, weil alles andere wäre wie, wenn man im Schwimmbad sagt, ihr könnt wieder schwimmen gehen, aber es wird kein Wasser angeboten. Ja, genau. Das ist bei uns, die Nähe im Club ist einfach so elementar. Erst dann reden wir wieder über Clubkultur. Erst dann, ja. Das ist der Punkt, diese Begegnung von Menschen auf Zufallsmustern und keine Ahnung, was das alles bedeutet. Ja. Und darauf werden wir einerseits immer wieder hinweisen müssen oder hoffentlich auch nicht müssen, aber es gleichzeitig müssen wir gucken, wie sich das mit dem Infektionsgeschehen und den Kranken entwickelt, weil wir wollen ja auch nicht kopflos einfach... Das ist völlig klar, weil wir alle spüren die Verantwortung, gerade als Veranstalterin des... Ja. Ja, von daher ist es noch ein Weg zu gehen, aber erstmal sind wir hoffnungsvoll, weil der Impffortschritt
kommt uns da hoffentlich dann zu Pass. Ja. Ich nehme das jetzt auch mal so mit von dir. Du bist jetzt seit einigen Jahren Vollblut-Geschäftsführer vom Clubkombinat und du hast dir deinen Optimismus noch nicht rauben lassen, obwohl du in diesen Rädchen von Behörde und als Übersetzer von Clubkultur und sowas drinsteckst. So. Das ist ein gutes Beispiel, dass wir uns am besten alle mit anziehen sollten, so guter Dinge zu sein, und irgendwann dürfen wir dann auch in Hamburg wieder tanzen, wahrscheinlich sogar. I hope so. Tore, vielen Dank, dass du da warst heute. Ja. Vielen Dank für deine Gedanken und alles Gute für deine Arbeit. Danke, Stefan.